So, und jetzt gehe ich runter. Immer schön im Zweiergang, dass es nicht so schmal ist. Weil ich will natürlich gerne noch einen weiteren Höhleingang finden. Das wäre gar nicht so schlecht. Weil ich bräuchte Rohstoffe, ich will unbedingt Redstone haben. Weil man könnte ja dann Pisten. Obwohl, ich kann die Pisten ja auch, glaube ich, mit einfach einem Schalter steuern. Aber möchte ich ungern, weil ich will nämlich ganz gerne Türen bauen. So versteckte Türen, die sich halt in der Wand rein. In der Wand halt reingehen. Wäre gar nicht so schlecht. Ich kann mal hier nochmal eine Fackel setzen. Wir werden schon irgendwo rauskommen. Ich würde auch sagen, ich grab mich bis runter bis Bedrock. Weil dann finde ich auf jeden Fall was. Thema Lava und so weiter. Da finde ich also die Diamanten sogar. Oh, das wäre schon. Das wäre nicht schlecht. Kann man die Spitzhacke mal wechseln? Zeller. Das wäre echt nicht schlecht, wenn ich Diamanten finden würde. Ja, wie gesagt, ich habe einen Tipp gekommen mit dem. Das Gräuliche? Sieht ja komisch aus. Ja, wie gesagt, ich habe zwar einen Tipp bekommen mit dem. Mit den Diamanten, wo ich das finden kann. Welcher Ebene und so weiter. Aber. Nö, möchte ich eigentlich nicht. Ich müsste das einfach so finden. Einfach so spontan. Ohne irgendwie nach was zu gucken. Ich habe das einmal gemacht mit der F3-Taste. Und das reicht. Nur ein einziges Mal und eigentlich, ja, eigentlich hätte ich mir das sparen können. Na egal. So, dann gehen wir ab jetzt gleich mal eine Runde tiefer und tiefer und tiefer, bis wir dahin kommen, wo wir wollen. Wir sind schon gar nicht tief. Ach gut, wir sind nicht ganz angekommen, da wo ich hin will. Moment. So, hier unten gleich wieder eine Fackel hin. Wenn Erde kommt, heißt das nicht. Ah! Ist das richtig? Geht's da weiter? Oder sehe ich das falsch? Ist ein bisschen dunkel hier. Ja. Immer schön her mit dem Eisen. So. Na komm, ich grab mich weiter runter. Egal. Immer weiter runter. Irgendwann kommt das Bedrock. Ja, und Thema Bedrock. Da habe ich eine Information. Und zwar, Bedrock kann man ja normalerweise nicht abbauen. Das geht ja normalerweise nicht. Aber es gibt einen, ja, wie soll ich sagen, einen Mod oder einen Trick. Und zwar gibt es ja diese Ultimate Fist. Wenn mir der Ultimate Fist diesen Bedrock abbauen will, das geht, das dauert aber sehr lange. Oder geht der einfach nur kaputt? Nee, ich glaube, den kann man abbauen. Weil die Ultimate Fist, ich weiß ob die Leute, ob ihr das kennt, das ist so eine Faust. Ich habe jetzt gerade gedacht, die ist ein Dungeon. Das ist eine Faust, da kann man sehr schnell abbauen. Kann man, glaube ich, alle Sachen, die es gibt, mit einmal berühren oder einmal schlagen oder wie man das sehen will, kann man das abbauen. Das ist gar nicht so schlecht. Meine Empfehlung, wenn man Großbauten hat, auch im Let's Play, wirklich so ein ganz riesen Teil bauen will, was ich in riesen, keine Ahnung, was man, was ich, ja, als Beispiel nehmen soll. Ja, und ich habe heute wieder mal Freischicht, deswegen kann ich wieder schön Let's Playen. So, und ich werde mir jetzt angewöhnen, dass ich auf jeden Fall definitiv jeden Tag eine Folge bringe. Aber um jeden Tag eine Folge zu bringen, muss ich am besten, was ich heute zum Beispiel, will ich mal ein, zwei Stunden aufnehmen. So, dass ich immer ein bisschen Luft habe. Weil sonst kann ich nicht jeden Tag die Folgen bringen und die Abonnenten wollen natürlich jeden Tag ein Let's Play sein, ist ja klar. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also wird ab sofort das so gemacht, ich Let's Playe an einem Stück sehr viel. So, dass wir ganz in Ruhe, solange wie ich wieder bis zur Freischicht habe,
ganz in Ruhe schön wieder Folgen rendern kann und ganz in Ruhe wieder Folgen bringen kann. So, nur die Information dazu. Ja, und ich werde mir das einfallen lassen, wie ich vielleicht eine lustige Videos bringen kann. Da bin ich aber nicht ganz schlüssig, wie ich das mache. Ja, und dann eine Information zu den Videos, die ich gelöscht habe. Ich bin der Meinung, das war von YouTube Content. Also wenn ihr das gesehen hätten, wären die wahrscheinlich gelöscht worden. Und ich hätte halt eine Content-Meldung bekommen. Deswegen habe ich die gelöscht. Ja. Klar, ich habe jetzt im Moment auch wieder Techno am Laufen, aber das ist GEMA-freie Mucke, also sollte es eigentlich mit YouTube keine Probleme geben. Ja. Ist ja kostenlose Mucke, kann man sofort runterladen. Gar nicht so schlecht. Aber was ich sagen muss, die Künstler, die das gemacht haben, erst ist die Mucke gar nicht so schlecht. Das ist echt... Oh, das ist schon wieder Eisen. Die Mucke ist gar nicht so schlecht, erstes Mal, wie ich finde. Und ich unterstütze ein paar Künstler. Zwar, klar, nicht allzu viel. Aber ich unterstütze die. Wie zum Beispiel den... weiß gar nicht, wie der jetzt heißt. Den habe ich zum Beispiel diesen Monat... Wie waren es denn? Ich glaube, 5 Euro habe ich ihm gegeben. Weil die Mucke gar nicht so schlecht ist. So, nur als Information so, nebenbei. So, wir graben es immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis wir unten sind. Da kommt schon wieder Eisen. Ja, Gronkh hat recht, es ist sehr, sehr viel Eisen. Aber ich finde es gar nicht schlecht. Weil Eisen, ja, das ist gar nicht so übel. Eisen kann man immer gebrauchen. Für Spitzhacken, für alles mögliche. Ja, und ich werde vielleicht, ich weiß aber nicht, ob ich das wirklich mache. Das ist nur ein kleiner Tipp oder eine kleine Ankündigung von mir. Ich werde vielleicht bald Let's Show machen. Bin aber nicht ganz sicher, ob ich wirklich Let's Show machen soll. Weil ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich habe wirklich sehr wenig Zeit. Wie ihr merkt, ich kann ja so schon ganz selten jeden Tag eine Folge bringen. Ich versuche es natürlich, klar. Aber es klappt nicht immer. Weil es ja klar, wenn ich Nachtschicht oder Spätschicht habe, kann ich nicht allzu viel machen mehr. Ich versuche es immer, aber es ist immer ein bisschen schwierig. Das müsst ihr verstehen. Ja, wie gesagt, ich werde ab sofort das so machen. Ich nehme sehr viel an einem Stück auf. Das ist zwar dann immer eine brandaktuelle Folge. Aber dafür ist es dann immer schön, jeden Tag eine Folge. So, und dann wenn ich, ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber wenn ich halt länger wie 15 Minuten Folgen hochladen kann, dann kommt eine 20 Minuten Folge, dass ihr immer ein bisschen mehr davon habt. Oder vielleicht auch eine 25 Minuten, da bin ich mir nicht so ganz schlüssig, aber das sehen wir dann. Das entscheide ich spontan. Ja, und ich bin noch am Überlegen, ob ich noch einen Spieler dazu nehme oder Let's Show. Aber wie gesagt, ist erstmal nur eine Ankündigung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es wirklich schaffe. Ist mal ein bisschen schwierig. Ja, und ich muss, wie ich gesehen habe, meine Videos mal ein bisschen verbessern. Auch von der Quali her. Das muss ich langsam mal echt steigern. Aber das Problem, das ist auch bald gelöst. Ich habe halt im Moment nur 2 Neonröhre Monitore vor mir stehen, 2 Bildschirme. Das wird sich bald ändern. Ich kaufe nämlich, ja, heute haben wir den 11.7. und ich werde mir am, ja, mal schauen, am 15., 16., 17., je nachdem, weiß ich gar nicht, wann das ist, mir einen HD TFT kaufen. Weil dann kann ich mich ganz genau sehen, ob die wirklich HD sind, die Filme. Also die, ja, unsere Folgen. Oder meine Folgen, eher gesagt. Moment, muss ich Spitzhacke mal wieder nehmen. Ja, gut, dass ich die gemacht habe. So, dann kann ich auf jeden Fall die Videos dann verbessern. Dann sehe ich zu, dass ich wirklich jede Power aus den Videos rauskriege, dass es wirklich High Definition ist. Und zwar richtig High Definition. Weil man kann das mit einem Röhrenmonitor gar nicht richtig sehen, ob das wirklich High Definition ist.
Klar, man sieht einen Unterschied, wenn es extrem unscharf ist oder verpixelt, stark verpixelt ist. Das sieht man dann schon. Also so ist das nicht, aber ob es wirklich High Definition ist, das sieht man nicht. So, dann wollen wir wieder die Kohle abbauen. Die brauchen wir immer. Immer her damit. Ja, eigentlich müssten wir ja bald beim Bedrock sein. Das müsste eigentlich bald soweit sein. Vielleicht fällt mir gerade ein gleichen Lava rein, wer weiß das schon. Muss ein bisschen aufpassen. Jo. Bleibt denn eigentlich meine Musik? Moment mal. Ach so, ich habe was vergessen einzuschalten, alles klar. So, jetzt geht's wieder. Moment, aber das gefällt mir hier nicht. Nehmen wir mal das hier. Das werden vielleicht ein paar Leute kennen. Das ist ähnlich. Geht's hier runter? Nee. Ich hab gedacht, hier geht's runter. Weil die Kohle, wenn man so komisch weg war, das sah so komisch aus. So. Jo, gehen wir mal weiter runter. Einfach mal weitergraben. Ja, die Folge wird wahrscheinlich für euch nicht so prickelnd, weil viel gegraben wird. Aber ich möchte endlich mal in der Nähe von Lava kommen. Weil in der Nähe von Lava gibt es Diamanten. Ich will nur nicht Diamanten finden, ich will auch Rotstein finden, Redstone. Oder wie auch Kronk immer gerne sagt, Blutstein. Ah, schau mal, was so Schönes ist. Ich rede gerade von Rotstein, von Redstone. Und was ist da? Redstone. Her damit. Ich brauche das. Das ist, glaube ich, unser erstes Redstone, was wir finden. Oh, ist hier viel Redstone. Na, aufpassen nicht, dass uns Lava hier gleich entgegenkommt. Ja, wie man sieht, oh, ist hier viel Redstone. Ich kann es gut gebrauchen. Kann ich unsere Türen endlich mit Redstone belegen. Aber wenn schon Redstone da ist, dann müsste ja eigentlich irgendwo gleich Lava sein. Ich weiß es gar nicht. Mal schauen. Ich werde mir einfach mal noch weiter runtergraben, bis ich unten bin. Obwohl, ich könnte auch die Ebene weitergraben. Ach nö, ich gehe immer weiter runter. Bis ich am Bedrock angelangt bin und dann, ich glaube, da unten ist schon Bedrock. Ja, hier unten ist schon Bedrock. Oh, geht das weit nach oben. Oh, 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 oh. So, ich würde sagen, besser auf den Boden die Fackeln immer setzen. Ich werde mir jetzt einfach hier lang graben. Da kommt schon wieder Eisen. Immer am besten die Fackeln auf den Boden setzen. Dann baut es mich wieder ab. Ich muss halt nur aufpassen, wenn ich da oben grabe. Nicht, dass auf einmal dann Lava runtergestürzt kommt. Das finde ich ja nicht so prickelnd. Höre ich Wasser? Nee. Da gehört es hier Wasser. Aber das war wohl doch nicht so. So, und umso mehr wir Redstone finden, umso besser. Weil wir Pisten, um die Pisten irgendwo hinzubauen und dann sich zu verdrahten, brauchen wir Redstone. Ich habe hier nicht allzu viel. Oder gesagt, habe ich gar nicht viel. Mal gucken, wie viel ich habe. Oh, 26 Stück, das ist natürlich schon nett. Immer her damit.